Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und heute hat der Postbote geklingelt und bringt so ein Paket, so ein Oschi war das, für meinen Nachbarn. Und dann hat er gesagt, ich habe aber noch was dabei, holt so ein Lümmel aus der Hose für meinen Nachbarn. Und dann hat er gesagt, ach nee, hier ist auch noch was für dich, ne? So ein Paket. Und dann hat er mir diese Box vorbeigebracht. Das ist doch richtig cool. Guckt euch das an. Da sind schon wieder so bunte Paradiesvögel drauf. So ein Packset. Und wer aufgepasst hat, das letzte Mal, als ich so einen bunten Packset Paradiesvogelkarton bekommen habe, kam das vom Hannes Schröder. Der hat mir auch ein Geburtstagspaket geschickt. Und er hat heute geschrieben: Wenn das Paket da ist, sag mal Bescheid. Ich wusste überhaupt nicht, was er meint, was los ist. Und habe noch ein Paket bekommen vom Hannes Schröder. Ich weiß nicht, was da drin ist. Der hat mich einfach überrascht, ne? Hat das Paket jetzt geschickt. Und jetzt wollen wir das mal aufmachen und gucken, was in diesem Paket drin ist. Damit habe ich gestern den Kopfsalat geschnitten und zerteilt. Muss mal schauen, wie das hier ist. Ihr geht natürlich hier an der Seite rein, ne? Immer schön vom Körper wegschneiden. Dann hier, zack, ich dachte zumindest, zack, genau, hier unten nochmal zack. Und dann müsste das jetzt eigentlich schon fertig sein, sodass wir das aufmachen können. Irgendwas passt nicht. Ach so, ich habe hier drüben den Rand, der fehlt natürlich auch noch. Das muss nämlich noch weg und hier unten, das muss weg. So, jetzt passt aber auf jeden Fall. Wir machen es jetzt mal auf und ihr dürft zuerst reingucken. Nicht ich, ihr dürft zuerst reingucken. Und es ist, sieht aus wie Chips. Was ist das? Kichererbsenchips, Paprika-Style, 50% weniger Fett, gebacken, nicht frittiert. Wie weniger Fett? Bin ich fett genug? Ich will mit Fett, ja. Die sind auf jeden Fall neu. Von Funny Frisch eine Tüte. Vielleicht werden wir die dann. Was ist das? Das sind Dreiecke. Das Beste, was einer Kichererbse passieren kann. Unsere Funny Frisch Kichererbsen-Chips. Aus Kichererbsen hergestellt und knusprig gebacken. Werden sie für Funny Frisch lecker gewürzt. Die sind dreieckig. Die sehen aus wie so Tortillas. Ich glaube, da werde ich gleich mal probieren. Dann ist noch ein Zettel dabei. Wollen wir mal uns hier reinziehen, was da drauf steht. Hey Bro, ich kann euch das mal kurz hier so zeigen, hier der Zettel. Hey Bro, erstens fällt gleich das Paket runter. Erstens, Google-Karte ist für dich mit den Chips. Achso, das heißt nicht erstens, sondern eins. Eine Google-Karte ist für dich mit den Chips. Ein Toffifee ist für Pupsi und eine Google-Karte. Ein Toffifee ist für deine Mama und der Rest für Adi. Liebe Grüße, Hannes. Das ist doch richtig cool, denn hier sind wirklich auch Google Play-Karten drin. Ihr seht das hier. Zwei Stück nämlich. Ne? Den Wert werde ich euch nicht verraten. Doch, wir können es aber zeigen. 5 Euro. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Sag mal. Und ich muss die eh mal alle ergänzen, dass ich mir irgendwann von den ganzen Addierten zusammen wieder ein fettes Paket Pokécoins holen kann. Für Raids, für sonst was, für alles Mögliche, für Brutmaschinen, für Eier. Und jetzt machen wir es so, wie er gesagt hat. Also eine Google Play Card und Chips sind für mich. Das ist das. Dann haben wir dabei einmal Toffifee und eine Google Play Card für Pupsi. Da freut sie sich bestimmt auch richtig heftig. Dann haben wir ein Toffifee für meine Mom. Das muss ich ja dann mal mit. Obwohl, die kommen eh am Sonntag. Am Sonntag kommen die ja eh wieder. Da freut die sich, da kann ich ihr die hinstellen. Und der Rest ist für Adi. Und der Rest ist einmal hier. Diese Katzensticks, die mag Adi ja besonders gern. Irgendwie jeder, der Adi was schenkt oder schicken will, gibt solche Katzensticks. Da bröckel ich immer ein Stück ab, gebe dem die so in die Hand.
Also ich lege die mir in die Hand, ich gebe die ihm nicht in die Hand und die frisst er immer raus, sodass er mit seiner Nase immer komplett an meine Hand lang schmiert und das dann immer ganz feucht ist. Das fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an. Ich mag das immer, wenn er mich voll sabbert. Und das sind 75% Fleisch, Geflügel, Leber und Katzengras. Pupsi hat den ganzen Tag heute schon Katzengras gesucht für Molly. Und das ist nicht alles, denn hier ist noch was drin. Hier sind noch Mäuse mit Rassel. Guckt euch das an. Für Adi, Mäuse mit Rassel. Da freut er sich Wo kommt der denn jetzt her? Und plötzlich ist er hier. Guckt dir das an, Adi. Guck mal, Mäuse mit Rassel. Adi, Mäuse mit Rassel. Ja! Komm, wir machen mal eine ab. Wir machen mal eine auf, eine ab, wie auch immer. Wie sind hier hinten so dran getackert? Ah ne, das ist hier. Rupfen es einfach aus dem Papp raus. So, Adi, pass auf. Pass auf, Adi, jetzt. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir das so nehmen. Hier ist die Maus. Huch, da ist der Adi. Adi, ich bin die Maus, lass mich in Ruhe. Wir werfen es mal dahin. Alles klar. Und er hat die Maus. Er hat die Maus. Nein, Adi, nicht die Maus. Nicht die Maus. Hört ihr das? Der Adi ist schon wieder am Durchdrehen. Ich nehme dir doch nicht die Maus weg, oder? Oder doch? Ich weiß es noch nicht. Guck. Adi Maus mit Rassel. Und dann nimmt er die immer in den Mund und dann dreht er immer durch und faucht immer rum und ist immer voll aggro. Das stehe ich immer nicht. Ist wie wenn er Papier hat. Mach nochmal. Ach Adi, du bist schon so eine Nudel, gell? Sag mal danke. Danke. Gut, dann lasse ich dich mal mit der grauen Maus alleine. Und bevor wir eine extra Folge Ramses Kitchen machen, komm, wir nehmen die andere Maus auch. Wir machen die zweite. Alter, der schießt die da durch die Gegend. Alter, guck mal. Noch eine. Super machst du das. Woo. Kann sich gar nicht entscheiden. So viele Mäuse hat er noch nie gesehen. Wir machen jetzt mal hier diese Kichererbsen-Chips auf. Probieren die direkt, damit ich das nicht in der Extra-Folge Ramses Kitchen machen muss. Gucken mal, wie die schmecken. Finde ich cool. Ich mag so Chips, so dünne Chips, mag ich eigentlich überhaupt nicht. Da können die Sorten haben wie sonst was, wenn die so dünn sind. Ich mag eher dicke, geriffelte Chips oder Tortilla-Chips. Und die sehen ja auch brutal aus, weil die nämlich auch so richtig was hinter der Backe haben. Riechen nach Paprika, okay. Aber irgendwie so wie süße Paprika ein bisschen, so eine leichte Note. Ist ein bisschen staubig auf der Zunge. Wirkt aber nicht so fettig, wie wenn ihr sonst andere Chips esst. Wann oder was? Der hat was im Mund und knurrt. Das ist eine Maus. Pupsi wundert sich, wieso Adi was im Mund hat und knurrt und was ich ihm zu essen gegeben habe, weil er irgendwas rumzerrt. Aber sie hat nicht mitbekommen, dass er die Maus rumzerrt. Und die er jetzt wiedergebracht hat. Ich glaube, das sind eine der wenigen Chips, die ihr essen könnt und das Gefühl habt, dass ihr was Gesundes esst. Weil es nicht so aufdringlich und fettig ist. Hat einen leicht schärflichen Paprikageschmack. Ist etwas trocken. Ich glaube noch so einen fettigen extra Fett-Dip dazu. Dann ist das wieder brutal. Auf jeden Fall. Ich denke mal, Pupsi hat eh nichts mitgekriegt. Gar nichts. Weder die Mäuse noch die Google Play-Karten. Weder für sie, weder für Adi noch für sonst wie. Das werde ich ja gleich mal zeigen. Auf jeden Fall Dankeschön jetzt schon mal von Pupsi. Dankeschön von meiner Mom. Dankeschön von meiner Seite aus. Der überrascht mich immer wieder aufs Neue, der Kerl.
Ich finde es richtig genial und ich würde es trotzdem nie so machen wie Fladdy, der einfach seine Adresse so öffentlich immer in die Kamera gehalten hat und gesagt, hier, wenn ihr mal Fanpost schicken wollt, weil im Endeffekt schicken euch Leute keine Fanpost, sondern kacken euch in den Briefkasten. Und wenn, dann sollen die Leute mich bitte persönlich fragen, hey Ramses, kann ich dir mal eine Tüte voll Kot schicken? Und wenn ich dann sage, jo, hier, und dann weiß ich ja wenigstens, wer es war, das ist schlau. Aber dann machen die das gar nicht, ne? Und ihr wisst ja ungefähr, wer dann eure Adresse hat. Und wenn derjenige was schickt, alles klar. Und wenn einer nichts schickt, sondern plötzlich sowas ist, dann wisst ihr auch, was los ist. Ist egal, keine Ahnung. Ich habe gestern schon wieder meine Nummer veröffentlicht, weil einer gefragt hat, hey, kriege ich deine Nummer? Habe ich geantwortet mit der Nummer. Also, was könnt ihr Schlimmes mit der Nummer anstellen? Ich weiß es nicht. Klärt mich mal auf. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Fanpost wieder mal vom Hannes. Richtiger Ehrenmann. Dankeschön dafür. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer... Ramses.